Wir begrüßen Sie, liebe Fußballfans, am Kommentatorenmikrofon heute Manni Beugmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und Sie sollten mal den Manni Beugmann sehen, der ist richtig heiß auf dieses Spiel. Na, dann legen wir los. Der Aufstieg ist sicher, das merken wir. Die Mannschaft, sie ist gelöst und selbstsicher. Wenn Sie aber auch noch den Titel wollen, dann müssen Sie heute auf Sieg spielen. Das ist es! Ein Pass wie aus dem Bilderbuch. Gefahr. Und jetzt! Klare Entscheidung, Ecke. Gute Torchance. Super, wie er diesen Ball noch rausholt. Er taumelt wie ein Boxer, aber er steht. Da können Sie jetzt ein. Und jetzt hat er freie Bahn. Den muss er jetzt rausholen. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Er hat den Ball sofort verarbeitet und er verzieht. Und wieder mal eine Chance leichtsinnig liegen gelassen. Jetzt sind die anderen alle vorne. Schon. Und damit ist der Konter erstmal gestoppt. Er konnte passen. Eine klasse Parade des Torwarts. Da war ordentlich Kavum dahinter. Und schon wieder Eckball. Die Fans ärgern sich. Der Gegner kriegt nach der Ecke sofort wieder den Ball. Ganz schwaches Zweikampfverhalten in dieser Situation. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Peter attackiert. Ein Versuch der Balleroberung. Über diesen Pass freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Das war gar nichts. Ball landet im Aus. Kraft der Erde hat versagt, er bleibt oben. Gibt Einwurf. Da sind die Einwurfspezialisten gefragt. Er bringt die Kugel nicht unter Kontrolle, schon ist sie weg. So sieht ein Pass aus. Sauber geklärt. Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Sicher in der Ballbehandlung. Die Flanke kommt nicht durch. Sie treten hier wirklich als gutes Team auf. Nicht nur abgewehrt, sondern gleich auch noch den Ball souverän festgehalten. Und der Schiedsrichter gibt Vorteil. Und ich denke, das macht er genau richtig. Spielfluss zulassen. Chance zum Konter. Was machen Sie da? Den haben Sie gut eingestellt, den Konter. Aber perdu. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Guter Angriff, aber nur im Ansatz. Der Gegner ist bereits wieder da. Und der kommt genau an. Sieht gut aus. Und
Und jetzt starten sie ihren Konter. Und der muss jetzt rein! Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Gemacht. Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Und die Mauer verkürzt den Abstand zum Ball. Da müsste der Schiri eigentlich eingreifen. Das kennen wir, die Mauer geht einen Schritt nach vorn, nur der Schiedsrichter scheint es nicht bemerkt zu haben. Den holt sich der Keeper. Ein wunderschönes Zuspiel. Sofort wieder der Gegner am Ball. Die Chance! Versucht der Kopf. Nimmt die mit dem Kopf. Eckball. Können die da was draus machen? Ecke, Tor, so hätten sie es gerne. Aber jetzt hat der Gegner den Ball. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Sehr schöner Pass. Und der Angriff wurde gestoppt. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Zweikampf auf die alte Art, die Grätsche. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. 0:0, das ist das Ergebnis zur Pause, aber das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Also die nehmen sich heute nicht viel, Buschi. Nee, das ist, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe. Ich tippe auf Unentschieden. Die Pause ist vorbei, es ist alles in Ordnung. Schiedsrichter pfeift die zweite Halbzeit an. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Oh, da haben sie sich nicht viel Zeit gelassen. Er könnte jetzt nach rechts außen abspielen. Es gibt so wunderschöne Spiele, die nach Regeln oder was? Freistoß natürlich. In der Mitte könnte was gehen. Da haben sie sich zu früh gefreut. Der Angriff ist schon wieder beendet. Das ist es. Achtung, Kopfball. Flankenschlagen ist eine Kunst. Manchmal geht es auch daneben, wie in diesem Fall. Klasse hat er das gemacht, der Abwehrspieler. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Jetzt schießt er und er trifft. Yes.
jetzt ist es passiert. Endlich das erste Tor in dieser Partie. Das Spiel ohne Ball funktioniert. Ja, entscheidend auf Einwurf. Das sieht nach einer guten Torchance aus. Das war nur ein kurzer Angriffsversuch. Der Gegner ist wieder am Ball. Ball im Seitenaus, Einwurf. Es muss Einwurf geben. Kann den Pass nicht verarbeiten. Ballverlust. So, es gibt Eckball. Ob die da was draus machen? Vorsicht, Eckball! Gut abgefangen hat er da den Ball. Gutes Stellungsspiel auch in dieser Situation. Geht er rein? Nein, den hält er. Unfassbar! Es geht doch, es geht doch! Klasse Zuspiel. Die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Das kann passieren, es war eine schöne Ecke, aber dann Ballbesitz für den Gegner. Jetzt kann er flanken. Er kommt kurz an den Ball, kann ihn aber nicht kontrollieren. Der Trainer zufrieden sein. Gucken wir uns mal die Ballbesitzstatistik an. Naja, er hat es ein paar versucht aus dieser Distanz. Schöne Annahme, gut behauptet. Jetzt könnte es gefährlich werden. Hast du selten Erfolg. Jetzt läuft der Ball gut. Sie kombinieren hervorragend. Und da muss drin sein. Und das Bällchen ist noch heiß. Und der Ball geht es aus. Es wird Abstoß geben. So kann. Achtung, lässt! Ein Tor! Ein Tor! Ein Tor! Ja, jetzt haben
Hallo, wir begrüßen Sie im Stadion, Frank Buschmann und Mani Breukmann. Wir hoffen, dass wir spannende Fußballunterhaltung für Sie bereit haben. Die Premiere in der neuen Liga. Trotzdem dürfen Sie hier voller Selbstbewusstsein auftreten. Schließlich hat man sich in der letzten Spielzeit nicht nur den Aufstieg, sondern sogar noch den Ligatitel gesichert. Und jetzt! Oh, da hat der Torwart Glück gehabt. Da war der Pfosten im Spiel. Und von da springt der Ball ins Aus. Genau richtig eingeschätzt, diese Situation, der Keeper. Er kann den Ball halten. Ein Steilpass, da steht immer drauf, Risiko. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und da kommt der Gegner an den Ball und bringt diesen Angriff erstmal zum Erliegen. Ganz sicher hat er das gemacht. Das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Sicher in der Ballbehandlung. Jetzt greift er ihn ab. Und Achtung, der könnte passen. Er hat das Preisausschreiben um den Ball gewonnen. Chance zum... Den haben sie gut eingestielt, den Konter. Aber perdu. Ein Traumpass. Und der ist drin. Da macht er das Ding rein. Und wo steht er da? Genau richtig. Unglaublich. Also das ist wirklich dieser Instinkt, am richtigen Ort zu sein. Gott sei Dank hat er sich den Ball erobert. Das hätte ins Auge gehen können. Die Mauer rückt nach vorn, das ist das übliche Spielchen. Und der Schiedsrichter greift in keinster Weise ein. Gutes Stellungsspiel vom Torhüter. Ganz sicher wehrt er den Ball ab. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Vorbei der Konter. Was willst du machen? Der Torwart raus und holt sich die Kugel, Buschi. Ja, hat er gut gemacht. Das nennt man dann wohl modernen Fußball. Der Keeper soll ja mitspielen. So sieht ein Pass aus. Jetzt schnell spielen, jetzt steil spielen, jetzt einen Konter setzen. Das müssen wir nicht loben, das ist Standard. Das unterschreibe ich. Ja, jetzt ist er frei!
Assistent zeigt an, abseits. Können Sie jetzt einen Konter draus machen? Ja, der Pass kommt an. Ja, so eine Chance bekommt er nie mehr wieder. Das war knapp. Da freut sich der Trainer. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Klasse, wie er den reingebracht hat. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chance für einen Konter. Und der kommt genau an. Und die Abwehr aufmerksam. Gemacht. Ein toller Pass da. Nicht nur Bälle fangen und wegfausten, auch Mitspiel. Gutes Torwartspiel sieht genau so aus. Ja, da kommt was auf uns zu. Super Pass, genau auf den Punkt, das bringt Gefahr. Das sieht gut aus. Oh! Eine knappe Pausenführung. 1:0 nach 45 Minuten. Schiedsrichter guckt sich noch mal um. Es sind alle da. Der Ball liegt am Anstoßpunkt. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Stark gemacht. Ein wunderschönes Zuspiel. Der Pass kommt an. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Der geht ins Aus, ins Tor aus. Keine Gefahr, nur Abstoß. Schwankt und schwankt, aber er will nicht fallen. Die rechte Seite ist wunderbar bespielbar. Achtung! Sie gehen jetzt in Führung. Jetzt machen Sie das Führungstor, da bin ich aber wirklich gespannt, ob Sie das durchhalten können. Unglaublich, wer hätte das denn vor dem Spiel gedacht, dass das hier passieren kann? Er muss
Schiedsrichter sagt, ich muss diese Aktion doch unterbinden. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Achtung! Da hat er abseits gepfiffen. Und das macht er richtig gut. Die Chance! Und da ist er tatsächlich zur Stelle. Ja, das müssen wir tatsächlich so betonen, denn bisher ging ja nicht viel zusammen. Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Ein harmloser Roller ist das gewesen. Wir haben sowas früher Kullerball genannt. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Auch so kann man sich befreien. Jetzt schießt er und, aber er kann den Ball nicht festhalten. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Also diesen Torwart bezwingst du heute nicht. Nee, also wenn der Sonnending schon hält, was willst du dann noch machen? Klasse Zuspiel. Und jetzt habt ihr die Chance. Sehr schöner Pass. Sauber geklärt. Das ist es! Manchmal musst du es auch alleine versuchen, aber es hat nicht geklappt. Was soll er da anders machen, der Schiri? Freistoß. Aber kläglich vergeben. Schade, 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 kann man da nur sagen. Riesengelegenheit. Und jetzt startet der Kollege durch. Jetzt könnte es gefährlich werden. Wenn man da in die Augen schaut, dann hat er schon ein bisschen Angst gehabt, aber im Endeffekt ist es gut gegangen. Unterstützung von den Kollegen. Klare Entscheidung, Ecke. Ecke ausgeführt und sofort wieder der Gegner am Ball. Der bleibt stehen, der will nicht zu Boden gehen. Konzentration bei diesem Zuspiel. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Die Abwehr schnappt sich die Flanke. So, es ist jetzt nicht mehr lange zu spielen und vielleicht bringt jetzt dieser Eckball die Vorentscheidung. Und da gehen sie dazwischen, das hätte was werden können. Das ist doch die Möglichkeit für einen Konter. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Schaffen sie mit diesem Eckball jetzt noch den Ausgleich? Die Fans ärgern sich. Der Gegner kriegt nach der Ecke sofort wieder den Ball. Nein, der Pass kommt nicht an. Da haben sie hinten in den Freistoß.
entwickelt sich möglicherweise was. Abseitsentscheidung korrekt. Auf Abseits. Das war zu ungenau. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Knapp gewonnen sind auch 3 Punkte. Schlussresultat 2:1. Macht euch doch nicht verrückt, Jungs. Eine Niederlage in einem Freundschaftsspiel. Ich bitte dich, Busch. Aber das macht ja die Großen auch aus, Manni. Egal, ob